Heute habe ich drei absolut spektakuläre und grandiose Herbstparfums für dich, die du definitiv testen musst, wenn du auf die eher süßlichen, gourmandigen oder vielleicht auch alkoholischen Düfte scharf bist. Das heißt, wenn du dich im Herbst gerne umgibst mit so einer richtig schönen Kuschelaura von Tabak, von alkoholischen Düften oder vielleicht auch einfach von Vanille, dann passen diesem Video auf jeden Fall gut auf, denn ich habe hier drei wirklich grandiose Düfte für dich, die vor allen Dingen alle unter 200 Euro liegen und das teilweise sogar richtig deutlich unter 200 Euro und die sogar teilweise Extrait de Parfums sind, das heißt wirklich auch hochkonzentriert, langanhaltend und komplex. Und die drei Düfte kommen alle aus dem Hause Farmacia. Santissima Annunziata 1561, ein richtig tolles, traditionelles ein italienisches Nischenhaus aus dem Herzen von Florenz. Und dazu gibt es ein bisschen was zu erzählen, denn das ist eigentlich eine der ältesten Apotheken in Florenz. Und das erkennst du natürlich auch so ein bisschen an dem Flakon-Design. Das heißt, hier haben wir diesen klassischen Apotheker-Flakon, wo viele Salben, Tinkturen und so früher drin gemacht worden sind. Und die Kappe ist tatsächlich auch eine Erinnerung daran, wenn du in die eine oder andere alte Apotheke gehst in Deutschland, gibt es ja hin und wieder auch noch, dass die so richtig oldschool mit Holzverkleidung innen und so sind, dann wirst du dieses Design auf jeden Fall kennen. Und ja, diese DNA liegt bei Farmacia im Blut und es ist tatsächlich schon eine Marke, die jetzt einige Jahre auf dem deutschen Markt ihren Relaunch erlebt hat, war früher ein bisschen in einem hässlicheren Design unterwegs, muss man sagen, und hat dann aber vor 3 Jahren, glaube ich, 2021 müsste das gewesen sein, so ein richtig krasses Redesign und so einen Relaunch gehabt. Und seitdem ist es meiner Ansicht nach eine der Marken, für die du wirklich auch einiges für dein Geld bekommst, weil du einfach hier erstmal Extraits hast, die deutlich unter 200 Euro zu haben sind und auf der anderen Seite Eau de Parfum, die eigentlich fast genauso stark sind, aber die dann nochmal für den Preis von 170 Euro knapp pro 100 Milliliter echt in einem sehr, sehr fairen Segment liegen. Insbesondere heute, wo eigentlich alles teurer wird und du eigentlich jenseits der 200 Euro fast schon keine gute Qualität mehr bekommst. Und das ist auf jeden Fall sehr fair und ich finde es cool und die Marke hat aber einige Stärken und auch ein paar Schwächen. Und meiner Ansicht nach die Schwächen auf jeden Fall eher so in dem frischen Bereich. Es gibt insgesamt 2 richtig gute frische Düfte. Meiner Ansicht nach einmal haben wir den Accordo Marino. Das ist so ein richtig schöner salziger Duft, also für die Fans von French Riviera, Acqua di Sale und Co. Und auf der anderen Seite gibt es den Bergamundi, was einer der frischesten Limoncello-Freshy-Düfte ist, die du dir jemals holen kannst. Denn dieser Duft riecht einfach nach Limettenabrieb und das Ganze ist im Hochsommer vor allen Dingen sehr, sehr nice. Aber wenn man das mal vergleicht mit den ganzen anderen Düften, es gibt nämlich insgesamt, glaube ich, 14 Stück, ist natürlich 2 Düfte, die so ein bisschen frisch sind, ein bisschen wenig. Und die Stärken liegen dafür aber absolut auf den süßen und würzigen Düften. Und ja, ich habe 3 Favoriten persönlich, die ich auch hier zu Hause habe, weil das meine Lieblingsdüfte von Farmacia sind. Und die möchte ich euch heute gerne einfach mal vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, alle 3 Düfte sind absolut grandiose Parfums für den Herbst und Winter. Einer von denen meiner Ansicht nach eher für den Winter, den werde ich euch ganz am Schluss vorstellen, wenn ich den Flakon gerade schon in der Hand habe, aber die anderen beiden sind vor allen Dingen so für den Herbst richtig, richtig nice und meiner Ansicht nach geht qualitativ da wirklich nichts drüber und es gibt sogar einen Duft, den man aus dem Hause Serjoff kennt, der mit einem von denen vergleichbar ist, der deutlich mehr kostet als 200 Euro die 100 ml und den wahrscheinlich jeder von euch schon mal gerochen hat. Von daher kommen wir dazu aber gleich. Ich möchte euch nämlich als erstes mal meinen Lieblingsduft von dem Haus vorstellen und das ist dieser hier. Der heißt Whisky Nobile. Hier ist ursprünglich Whisky Oud mal, also bevor die das redesigned haben. An der Formel hat sich nicht besonders viel verändert. Das heißt, hier ist immer noch natürliches Oud mit in der Basis drin, aber es ist eben vor allen Dingen diese Kombination aus Whisky und Kakao, die dieses Parfum hier so besonders macht. Das heißt, das ist wirklich ein ungewöhnlicher Gourmand-Duft. Gourmand-Düfte, üblicherweise Düfte, die sehr süß sind, also süß Speisen nachempfunden sind. Und mein erster Gourmand-Duft, den ich jemals besessen habe, war der Oajan von Parfum de Mali. Das ist ein richtig geiler Duft, muss man sagen. Also wirklich ein super fruchtiger, süßer, Esskastanien-ähnlicher Weihnachtsmarktduft. Also für mich persönlich, ich habe den immer gerne getragen, weil der mich so an den Weihnachtsmarkt erinnert hat, mit diesem Süßen und so. Ich muss aber ehrlich sagen, dass dieses Süße mich irgendwann nicht mehr abgeholt hat. Also das nutzt sich sehr schnell ab, wenn man nicht wirklich total Fan ist von diesen ultrasüßen Düften. Und deshalb kann ich persönlich so Sachen wie Oajan eigentlich
eigentlich nur im tiefsten Winter tragen, wenn es so richtig kalt draußen ist, weil mich das einfach schnell überfordert. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Gourmand-Parfum bekomme, was irgendwie nach Süßspeise riecht, aber was nicht wirklich süß ist. Und davon ist der Whisky Nobile auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Denn dieser Duft hier riecht am Anfang so wie dunkle Schokolade. Und als ich den das erste Mal gerochen habe, habe ich mir gedacht, krass, das riecht einfach so, als hätte ich so eine Kakaodose aufgemacht und daran gerochen. Denn der Duft hat am Anfang eine staubige Note und wirklich riecht er so wie Kakaopulver, finde ich. Oder wie so eine richtig tiefe, dunkle Schokolade. Und das dachte ich mir dann, okay, warum ist denn das ein Whisky-Duft? Also da kommt ja irgendwie gar kein Whisky rüber. Und das ist aber das Geheimnis, dass dieses Eau de Parfum nach 2-3 Stunden so langsam diese alkoholische Whisky-Note zu zeigen beginnt. Und das geht dann immer weiter, bis der Duft irgendwann nach 10 Stunden ungefähr aufhört, überhaupt zu duften. Also dann hört er auch langsam auf. Das wird aber in dieser Zeit immer, immer kuscheliger und wärmer und weicher, wodurch der Duft einfach so eine gewisse Sexiness hat, die ich für den Herbst und Winter todesfeiere und liebe. Und ihr seht auch schon daran, dass ich hier auch schon einiges wieder von gekillt habe. Der Flakon, ich habe den im November letzten Jahres angefangen, also dafür ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut und meiner Ansicht nach echt ein ganz, ganz fantastischer Duft für alle Fans von erstens schokoladigen Düften, von alkoholischen Düften, aber auch von diesen Kuscheldüften. Und wenn man wirklich Lust hat auf einen Duft, der sexy ist, der irgendwie so diesen Kuschel-Vibe mit rüberbringt und der einen im Herbst und Winter wärmt, dann ist das hier auf jeden Fall ein grandioses Teil. Insbesondere, wenn ihr schon viel gerochen habt, dann sind wir mal ganz ehrlich, Leute, die meisten Gourmand-Düfte riechen einfach nur süß und irgendwie synthetisch manchmal auch. Und da ist es eben sehr gut, so einen hochqualitativen Gourmand-Duft zu testen. Und wenn ihr auf alkoholische und diese dunkle Schokoladedüfte steht, ihr möchtet auch einfach so einen maskulinen Duft, den nicht jeder hat, dann finde ich Whisky Nobile auf jeden Fall ein richtig geiles Teil. Ist mein persönlicher Favorit und ich finde, ehrlich gesagt, für einen Preis von 100, ich glaube 68 Euro sind es aktuell, die 100 Milliliter, ist es wirklich fast geschenkt. Also da ist man ja fast bei einem Mancera oder bei einem Montalduft, die alle ja so diese synthetische Note haben, wie ihr wisst. Und da würde ich dann lieber den 20er mehr ausgeben und mir sowas holen, weil das finde ich wirklich absolute Endstufe, was Düfte angeht. Also Whisky Nobile ist schon mal so einer meiner Favoriten, beziehungsweise mein Lieblingsduft von dem Haus. Das, wonach alle aber ehrlich gesagt schreien, ja, und der Favorit, den alle insgesamt haben, einer der meistverkauften Düfte bei mir im Shop, ist dann hier der Anniversary. Und das ist der Duft, der sich vergleichen lässt, wenn man das eben machen will, mit einem Duft von Serjoff, der jenseits der 200 Euro zu haben ist. Und dieser Duft hier, merkt euch, Extrait de Parfum für unter 200 Euro, nämlich ich glaube für 186, also knapp 190 Euro für diesen Duft hier als Extrait de Parfum. Das ist wirklich Endstufe, was Qualität angeht und sehr, sehr krass, dass das überhaupt möglich ist, ja, von der Produktion her. Und der Duft, an den der mich einfach ganz stark erinnert, ist, um 100% ehrlich zu sein mit euch, der Naxos. Denn das hier ist auch ein süßer Tabakduft, der auch ein leicht Barbershop-maskulines Opening hat, würde ich sagen. Allerdings hat der weniger von dem Lavendel mit drin, der bei Naxos ja eine Rolle spielt, wodurch der Duft eine gewisse Frische bekommt, sondern dieser Duft hier hat, finde ich, so ein bisschen was fast schon Gewürznelkiges, also irgendwie so was sehr Würziges, Dunkles, was den auszeichnet, wodurch ich diesen hier auf jeden Fall im Herbst und Winter bevorzuge, denn die frische Note fehlt, wodurch das weniger so ein Ganzjahresduft ist wie Naxos, aber der hat dafür noch natürliches Sandelholz in der Basis, wodurch der eine cremige Note bekommt, außerdem etwas Zimt und wie gesagt dieses dunkle Gewürznelken-Thema, was den wirklich dunkel und mysteriös macht. Eigentlich ist der auch erschienen zum, ich glaube, 500-jährigen Jubiläum oder 450-jährigen Jubiläum von der Marke. Also es ist eigentlich für die Marke ein sehr, sehr wichtiger Duft und man merkt, die haben da alles reingepackt, was qualitativ für die möglich war. Und ich sage nur an der Stelle, Extrait de Parfum, also extrem hohe Ölkonzentration, Haltbarkeit 14 bis 16 Stunden bei diesem Parfum. Und wirklich auch ein wunderschöner Duft, der ein absoluter Klassiker ist für den Herbst. Also wenn ihr Tabakdüfte im Herbst gerne mögt, ihr seid ein Fan von Naxos oder zum Beispiel auch, wenn wir bei Parfum de Mali wieder sind, von einem Herod, ja, der ja dieser Shisha-Tabakduft ist. Und ihr könnt euch vorstellen, weniger süß und mehr so dieses maskuline, dunkle, elegante Gentleman-Thema zu spielen, dann ist Anniversary meiner Ansicht nach eine absolute Top-Empfehlung. Und ich schwöre euch, ihr werdet unter 200 Euro keinen Tabakduft
Duft finden, der so eine Qualität hat wie dieser hier. Auch da muss ich sagen, verglichen mit Marken, die noch ein bisschen günstiger sind, bekommt man hier eine Qualität von natürlichen Inhaltsstoffen, die wirklich grandios ist und auch eine super, super Haltbarkeit. Also Anniversary, der einsame Favorit der Leute. Whisky Nobile, so mein persönlicher Favorit, weil es für mich einfach der kreativere und spannendere Duft ist. Aber beide sind absolut grandios und solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und der letzte, der meiner Ansicht nach so ein bisschen in den Winter vielleicht auch schon reingeht und über den eigentlich niemand spricht, und ich finde das so schade, ist der Reunion Vanilla. Und das ist ein Duft, der mit natürlicher Bourbon-Vanille arbeitet, denn dafür steht das Reunion, also das steht nicht für die Wiedervereinigung oder sonst irgendwas, sondern für diese Madagaskar-Vanille, ja, La Réunion, ne? Und tatsächlich hat dieser Duft hier genau den perfekten Mix von dem, was wir alle hierzulande im Winter und im Herbst riechen möchten. Nämlich, das ist wirklich eine süße Vanille. Und du merkst aber trotzdem raus den natürlichen Charakter von Vanille. Denn Vanille ist eigentlich kein süßer Inhaltsstoff, sondern es riecht so ein bisschen holzig-cremig. Wir waren jetzt gerade in Grasse auf dieser Fabriktour von Roberté. Da haben wir natürliche Vanille absolut riechen können. Und es riecht eigentlich eher holzig-cremig. Das ist wirklich ganz, ganz spannend, dass wir das hierzulande in so eine süße Richtung ziehen. Und das ist aber genau das, was dich hier bei diesem Parfum erwartet. Auch wieder ein extrait de Parfum, das heißt extrem hohe Ölkonzentrationen, super starke Haltbarkeit, perfekt für den Winter und einfach diese wunderschöne natürliche Vanille mit so einem gewissen zuckrigen Zuckerwatte-Vibe. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, Acqua e Zucchero von Profumum Roma, einer der meist komplimentierten Düfte allgemein auf dem Markt, ein Duft, der ultra stark ist und diese extreme Süße mit sich bringt, wodurch einen alle drauf ansprechen, das ist wirklich so, dann könnt ihr euch den Reunion Vanilla aber auch anschauen, weil der nämlich diese Süße enthält, aber trotzdem die natürliche Bourbon-Vanille und dieses cremige und holzige. Und das ist was, das muss man erlebt haben, es hat so ein bisschen einen cremigen Vibe und ist definitiv auch ein Head-Turner, also Leute werden sich damit nach euch umdrehen, aber eben nicht dadurch, dass es einfach nur süß ist, sondern es hat diesen natürlichen, holzigen Vanillecharakter und wirklich ein ganz, ganz fantastischer Duft für Fans von süßen Düften. Ja Leute, ich weiß nicht, was mir da jetzt wieder passiert ist, aber irgendwie ist die Datei futsch. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Diese Düfte sind super, ihr müsst die testen. Und es gibt sogar eine kleine Neuerung, denn jetzt den Rest des Monats und vielleicht sogar auch darüber hinaus, wenn das gut läuft, gibt es versandkostenfrei bei mir im Shop. Das heißt, ihr könnt komplett ohne Versandkosten bei mir einkaufen. Und deshalb geht gerne auf den ersten Link in der Beschreibung, da steht alles drin.